Welcome to Bosses Valley. Und damit nochmal die offizielle Begrüßung zu einem weiteren Male, einem weiteren Part Minecraft Super Mario Deluxe. Ich erwähne es erneut. Eine von mir selbst erbaute Minecraft Super Mario Map, die sehr gut bei euch ankommt. Deshalb gibt es demnächst Nachschub. Aber erstmal kommen wir jetzt nach diesem langweiligen, öden Woodpipe Village, dem Röhrendorf mit diesen geizigen, was laber ich denn, mit diesen stinkreichen Bonzen Mario Brothers zum Bowser Valley, wie es Mario gerade so schön angekündigt hat. Aber jetzt sind wir dran. Und Freunde, das hier ist ein unpassender Regen. Das war echt mal ein geiler Zeitpunkt. Komisch, wann habe ich wohl die Zeit auf Null gesetzt? Fleisch im nächsten Port. Eigentlich ist ja Regen gut so, von wegen hier für finale Bowser-Welt. Immer wenn ich Bowser sage, muss ich einfach Bowser sagen. Und auf jeden Fall, das hier wird auf jeden Fall das epischste Areal von allen. Ich habe so viel Schweiß, so viel Arbeit hier reingesteckt. Das glaubt ihr gar nicht. Danach hat mein Zimmer gestunken wie sonst was. Und das rate ich euch auch, Freunde. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Was labert der Typ da? Na, Leute, ganz einfach. Wenn eure Mutter euch heute schon zum abertausendsten Mal sagt, bringt den verdammten Müll raus und ihr immer noch vorm Computer hockt und euch dieses Video anschaut, was übrigens sehr epic ist. Na, was soll man da anderes sagen? Nein, nein. Oh, Leute, es das heißt jetzt nicht, dass ihr den Müll rausbringen sollt und mein Video pausieren oder gar schließen müsst. So. Machen wir weiter. Typisches Bowser-Real, benannt nach der finalen Bowser-Welt aus Super Mario World für das Super Nintendo Entertainment System. Erstmal hier eine epische Zugbrücke, da seht ihr schon ein episches Bowser-Castle, ein Bowser-Airship, ein Koopacopter und noch vieles weitere hinter Easter Eggs oder Gimmicks. Natürlich sind es keine Easter Eggs und nein, es sind auch keine Ostereier, auch wenn wir bald schon Ostern wieder haben. Diese Bäume sollen einfach, weil irgendwie in den New Super Mario Brothers Episoden besonders, eigentlich so gut wie nur da, zeichnet sich diese finalen Vulkan-, Lava- oder Bowser-Welten, ich nenne sie in der Regel Bowser-Welten, durch diese kahlen Bäume am Anfang aus. Da ist erst halt so eine Finsterwaldregion, sage ich mal, und dann später kommt halt die Lava- und Vulkan-Stage dazu, sag ich mal. Aber legen wir jetzt einfach los in Bowser's Family. Aber nicht im Bowser Castle, das ist das Epische zum Schluss. Natürlich gehört dazu auch Lava, aber es tut echt weh meiner guten Lunge. So, um das Ganze wieder friedlicher zu machen, auch wenn das so bedrohlich sein soll, wird es wieder Tag. Und wir kümmern uns erstmal und schauen uns beim Bowser-Airship um. Wieso kümmern wir uns darum? Aber egal. Das sollte jeder von euch kennen. Das ist episch, das ist geil und deshalb habe ich es nachgebaut. So geil, wie es nur ging. Komm, Freunde, das ist nochmal geil geworden. Da habe ich sehr viel Schweiß und Arbeit reingesteckt, wie schon gesagt, in jedem hier. Und es ist geil geworden. Der Bowser-Kopf sieht so aus wie ein Schwein mit Hörnern. Ist ja Bowser auch. Was? Was hast du gesagt? Ah! Oh! Boah, voll auf die Fresse. Und hier diese typischen Kanonen. Das Ganze hat ja keinen Mast. Bowser ist so stylisch und kann sich diese Propeller hier leisten. Auf jeden Fall ist es so in Super Mario Galaxy. Und in den New Super Mario Brothers Episoden sehen, glaube ich, die Kanonen so aus. Und naja, einen geilen Anker hat das ganze Teil auch. So reich ist der, ne? Kann sich sogar einen Anker leisten. Die sind, glaube ich, sogar fast so groß. Und da können wir auch, so cool wie wir sind, hochsteigen.
Also ich fand, das gehört einfach dazu, so ein Bowser Airship. Wie schon in so vielen Spielen. So ein Zufluchtsort von Bowser oder so. Immer der Ort kurz vorm Finale. Naja. Hier ist eine Kiste. Darum kümmern wir uns später. Von der vom Format her, wenn es nur Bowser oder Bowser Junior hatte ja auf die Rolle in diesen Luftschiffen her, würde das vielleicht sogar hinpassen. Sonst hier nicht viel drin, also von der Größe. Aber eine Sache gehört dann noch rein, und zwar die Robo-Coopers. Und die können wir auch schon spawnen. So sozial war ich. Und habe hier Spawn-Eier von Robo-Coopers hingetan. Robo-Coopers kommen im Endboss aus Super Mario World vor. Und generell auf Luftschiffen in New Super Mario Bros. Wii. Und da sind sie schon. Machen zwar komische Wuffgeräusche, aber das überhören wir einfach mal. Na, sollte jeder halbwegs coole Mario-Fan hier erkennen. Wir gehen doch gleich mal hier Suizid. Über die Planken mit dir, über die Planken! Er hätte jetzt mich umgewacht und den Kameraden hier gleich mal nicht. Naja, die sind ja am Start. Robo-Coopers, ich weiß, es sind in Wirklichkeit Wölfe oder Hunde oder was weiß ich was. Aber geile Idee, die als Robo-Coopers hier zu machen, passend zu den Airships. Pack ich die doch hier mal gleich mit drauf. Hast du dich gerade da hochgeportet? Nee, das war der. Der ist da schon ganz logisch geblieben da unten. Obwohl sich Hunde ja porten können. Oder Robo-Coopers. Naja, aber hier war auch noch etwas anderes drin. Zwar ein stylisches Buch. Also wir kriegen jetzt auch mal wieder Infos nach tausenden Jahren. Da haben wir, glaube ich, noch Infos bekommen, aber in den letzten nicht. Doch, okay, in den Snowflake Plains auch. Aber die waren langweilig. Genau wie Woodpipe Village. Das hier ist das wahre Highlight dieser Welt. Aber halt ernsthaft. Die Welt ist geil. Ist geil, ne? Also Daumen hoch und abonnieren und alles Mögliche damit machen, was ihr wollt. Also lesen wir hier am Rande der blanken Galeone vor. Airships. Since Super Mario 3, you find airships from Bowser in practically every Super Mario game. Also Luftschiffe, also Bowser Luftschiffe oder Bowser Junior Luftschiffe. Seit Super Mario Bros. 3 könnt ihr Luftschiffe von Bowser in so gut wie jedem Super Mario Spiel finden, wenn wir mal drei Viertel der Super Mario Spiele rauslassen. And they are filled with blue gas, cannons, Robo-Coopers, Bob-Ombs and the Monty Moles, which come from drains. Und die sind gefüllt, geladen mit blauem Gas, sollte euch vielleicht bekannt sein, oder auch so Feuergas, Kanonen, mit Kanonenkugeln, auch logisch, halt den Robo-Coopers, Bob-Ombs auch ganz besonders, und Monty Maulwürfe. Und zwar diese besonderen Monty-Maulwürfe, die aus den Gullis kommen. Oder diesen, was weiß ich was. Und die heißen, glaube ich, Rookie-Schraubenschlüssler. Nee, aber ernsthaft. Und Kugelwillis habe ich hier auch noch vergessen. Das sind die Bullet Bills. The bosses that appeared in the airships yet are the Koopalings, Boom Boom, Pom Pom and Bowser Jr. Also die Bossgegner, die in den Luftschiffen so gut wie immer auftreten oder häufig, sind die Koopalinge, die Koopa-Kids. Ich zähle sie jetzt nicht nochmal auf. Boom Boom und Pom Pom, die beiden Geschwister in Super Mario 3D Land auf jeden Fall in den Luftschiffen vertreten. Und natürlich Bowser Jr., auch ein bekannter Luftschiff-Veteran. So. Wir lassen euch hier jetzt mal verhungern. Und machen gleich weiter. Nein, noch nicht damit. Aber das ist wirklich das Highlight der ganzen Welt. Das Bowser Castle. Schauen wir uns mal das an. Dieses Teil lächelt. Dieses Teil hat einen Propeller unten dran. Dieses Teil schaut doch fast aus wie der Koopa Copter. Oder die Clownskutsche. Oder das Koopa Mobil, Clownmobil. Auf jeden Fall in Mario Kart nennen sie es die Clownkutsche. Der offizielle Begriff ist Globsch. Koopa Copter. Naja, das ist eine Art propellerfliegendes Teil. Und es lächelt. Und guckt hämisch wie ein Clown. Kann aber auch so stylisch, so futuristisch wie es ist. Und nein, es hat hier kein Dach oder Mütze auf dem Kopf. Das gehört zum nächsten Gebäude. Kann sogar Gesichtsausdrücke verändern in manchen Spielen. Auf jeden Fall sollte auch
jedem Mario-Veteranen bekannt sein. Denn das ist wirklich ein berühmtes Teil. Das gehört hier rein. Und da ist sogar was drin. Also ihr müsst euch mal vorstellen, hier war ja mal auch im Endboss-Fight aus Super Mario World Bowser drin. Könnte hinpassen. Nur, dass Bowser Jr. ja auch mal drin war. Und der ist nicht so groß. Ganz und gar nicht. Und hier haben wir wieder Informations über den Koopa-Copter. Koopa-Copter. The first appearance of this flying Bowser card with a clown face called Koopa-Copter was in Super Mario World. Also, die erste Begegnung, nein, das erste Erscheinen von diesem fliegenden Bowser-Dings da, fliegenden Bowser-Card mit einem Clowns-Gesicht, das Koopa-Copter heißt, war in Super Mario World. Und zwar, kann ich mal lesen, in the final boss battle against Bowser, he sat in this Koopa-Copter and threw Robo-Koopas to Mario. Ja, denn, und zwar kam in Super Mario World in dem Final Boss Battle gegen Bowser mit seiner Wenigkeit, ja, logisch, vor, wo der Bowser halt da drin saß und die eben schon genannten Robo-Koopas auf Mario schmissen. Ab und zu hat Peach noch einen Superpilz runtergeworfen. The Koopa-Copter returned in New Super Mario Bros. Wii, where Bowser Jr. sat in. Und dann kehrte das Koopa-Copter revolutionär in New Super Mario Bros. Wii zurück, wo Bowser Jr. in ihm saß. And in New Super Mario Bros. 2, the Koopalings have stolen the Koopa-Copter and set all together in it. Und da fehlt ein Space. Und in New Super Mario Bros. 2 haben sich die bösen Koopalinge, nein, ich zähle sie nicht auf, den Koopa-Copter gestohlen. Oder genommen. Und saßen dann vor dem Boss-Battle, haben uns versucht mit ihrer Mega-Zauberkraft, habe ich auch ein Video von zusammen, saßen da alles zusammen drin. Und fühlten sich cool. In New Super Mario Bros. U, the Koopa-Copter also got new functions with Bowser Jr. Und halt in New Super Mario Bros. U für die Wii U. Ihr wisst ja, Nintendo übertreibt's mit den New Super Mario Bros. Episoden. Hatte der Koopa-Copter ebenfalls ganz neue Funktionen. Bowser Jr. Nein, Bowser Jr. Mit Bowser Jr., der sozusagen jetzt der Hauptbesitzer, sag ich mal, davon ist, geworden ist. Weil er auch halt da meistens da drin saß. In this game, the Koopa-Copter could dive in the water and also work like a boxer. Also, in diesem Spiel konnte der Koopa-Copter unter Wasser schwimmen, war so eine Art U-Boot mit einer Turbine. Und konnte auch boxen. Ja, der hatte später Boxhandschuhe an. Das war ganz stylisch. In dem letzten Luftschiff-Level vor der finalen Welt. Bowser Peach's Castle Welt. Das war echt eine epische Idee, mal so ein Peach's Castle als Endboss-Welt zu nehmen. Und auf jeden Fall konnte der als U-Boot-Funktion auch Torpedo-Tets, also die Kugelwillis unter Wasser. Torpedos unter Wasser. Oh, und naja. Hier gibt's noch mehr Robo-Koopas, die sogar Kiddies gemacht haben. Und naja, lassen wir euch hier auch alleine Spaß haben. Machen wir gleich damit weiter. Und genau, ich wollte noch was zu Peach's Castle. Das fand ich einfach eine mega geile Idee, müsst ihr das dir so vorstellen. Das war wie dieses Bowser Castle, nur dass da halt Peach's Castle war und von Lava umzäunt war und von einem riesen Hurricane-Tornado. Das war echt eine geile Idee. Hätte ich doch vielleicht auch mal so die Ruinen von Peach's Castle in Lava, aber nee, Freunde. Noch mehr stinken sollte mein Zimmer nicht, wenn ihr versteht. So, und jetzt wird's auch nice mit einem stylischen Turm, der von einer Netherwarzenplantage umgeben ist. Und zwar K-Max Magical Tower, also Kamex. Ja, lass mich nie rein. Boah, wie näher soll ich denn noch rangehen? Und zwar Kamex Zauberturm. Zaubererturm, Druidenturm, was weiß ich. Boah, und hier ist gleich eine unmenschliche Materie. Alles in Mario, so ich weiß. In Form von Ender-Chests, in denen ein bisschen Lorenstaub fermentiert ist wie in den Augen. Niederwarzen, Niederstern, die Bums.
Bobums in ihre Perlen und in ihre Augen sind. Und komisch, ist ja überall auch hier nur Ender Chests. Naja, weiter geht es. Das war so der erste Lagerraum von Kamek. Mit einem mysteriösen Licht, das wir auch schon im Haunted Ghost House gesehen haben. Erhellt wird. So, das hier ist jetzt, wenn mich die Ranke lässt, es ist eigentlich eine Leiter. Der Brauraum, der braucht hier schön finster. Der Brauraum von Kamek mit Kesseln, noch mehr Kesseln und Brauständen. Von denen ich überhaupt keine Ahnung habe, aber Kamek hat davon Ahnung, genau wie hier von seinen ganzen Tränken, die er schon gemacht hat. Natürlich die bösesten Tränke, die es gibt. Hier noch ein paar Zutaten: verrottetes Fleisch, Bienenauge, giftige Kartoffel und dead cheap cheeps. Und hier noch weitere böse Wurftränke. Außer die Nachtsicht, die ist halt dann. Oder was ist hier noch? Nachtsicht, Unsichtbarkeit, ist alles für Bowser gedacht. Für seinen Meister. Was ist Kamek überhaupt? Eine Frau oder ein Mann? Nein, Kamek ist gar nichts. Ich glaube, Kamek ist ein Mann. Denn in Super Mario Galaxy war es mal der Fall, dass es eine weibliche Version von Kamek gab. Also mit Lippenstift, so voll weiblich gemacht und die Stitten. Nein, aber, und deshalb denke ich, dass es halt die weibliche Version von Kamek war. Und Kamek deshalb ein Mann ist und keine Frau oder neutral. Oder irgendetwas anderes. Und sonst ist es halt ein Koopa, der komplett abgespaced durchgedreht ist. Und sonst ein ganz netter Charakter ist. Mehr aber auch nicht, wie ich finde. Und halt Bowser zu Füßen liegt. Nein, sein Meister ist hier, zaubert er einfach ganz normal. Können wir ja auch in Minecraft. Nur braun kann ich nicht. Ordentlich Zaubertuschen. Das ist eine Mega-Bibliothek. Was ist das? Irgendwas. Nein, das werden wir auch noch später sehen. Nicht in diesem Video. Später. Und hier in seiner Bibliothek auch ganz umständlich hier versteckt unsichtbare Enchanted Books. Nein, die noch einfach keine Textur haben. Mit voll den krassen Funktionen. Ach komm jetzt! Kamek kann fliegen, das können wir auch. Voll krass. Alles nur für seinen Meister gedacht. So, das war Kameks Magical Tower. Hat nicht lange gedauert, das zu bauen, aber geil sieht's, finde ich, aus. Und das ist sein verfluchter Sand. Der Seelensand. Der ihn langsam macht. Ja, der ist wirklich Seelensand für alle Minecraft. Mit der epischen, super epischen Kamek-Flagge. So, das ist ein bisschen unspektakulärer, aber es gehörte dazu. Das ist nichts weiter als, wie wir schon in der Retro Road mal gesehen haben, eine eigene Version einer Super Mario Kart-Strecke von mir. Und zwar SNES, Bowser's Castle. Stylisch gemacht hier mit Lava, in die man nicht reinfahren kann. Außer wenn man dumm ist. Hilfe, ich brenne! Aber ich bin Mario. Und ja, ich hoffe, das kann man halbwegs erkennen. Wenn ihr es erkannt habt, like. Nein, also Kommentar schreiben und sagen, dass ihr es erkannt habt. Das sind Steinblöcke und keine Wumse. Wumse sind die mit Armen, aber ich nenne sie trotzdem Wumse. Etwas scary Augen, aber das ist meine Augenform in dieser Welt. Und sonst kann man es nicht besser machen, ne? Wumse kamen in diesem Kurs besonders vor, also kommen sie auch in meiner abgeänderten Version vor. Das war SNES, Bowser's Castle. Da wollte ich eigentlich hier in die Mitte, in diesem kleinen Lavasee, noch eine Bowser-Statue reinmachen. Und hey, euch gibt's ja immer noch, ihr verfluchten Mistviecher. Es sind halt eigentlich süße Hundis, aber als Robo-Cooper sind sie Mistviecher. Obwohl ich die gar nicht so schlecht finde, die Robo-Coopers. Naja. Sonnenuntergang gleich Weltuntergang. Nein. Was laberst du? Es geht weiter in dem Bowser Castle, dem Highlight von all diesen Dingen im Areal. Dem Highlight des kompletten Spiels. Jetzt hoffen wir, dass wir nicht als fetter Mario so schwer sind und die Brücke jetzt zum Einschutz bringen. Und ein weiteres Schweine-like Bowser Face. Ja, und schon sind wir drin, Bowser's Castle. Keine fiesen Fallen, nichts dahinter, außer Tower to Bowser? Muhahaha! Ach, Scheiße. Was ist hier?
Bowser's Warehouse. Also hier haben wir erstmal, bevor wir zum Zauber zu Bowser gehen, ein Warenhaus. Nein, also Lagerhaus. Ist schon Jahrhunderte alt. Ihr seht, das ist schon Bowser Senior. Mit Bowser's Fire Melon. Mit einer Feuerschutz- und Flammenfunktion. Also das ist so, was sich Bowser mit in seinen Cheeseburger packt. Dann können wir ein paar Flames spawnen. Das machen wir jetzt nicht. Dann können wir ein paar Beetles, also Käfer spawnen. Das machen wir jetzt nicht. Da gibt es auch Bowser's Fireball. Mit der Flammen- und Verbrennungsfunktion. Das ist ein Spielball. Das ist Bowser Juniors Toy. Bowser Juniors Spielzeug. Ja, voll das coole Spielzeug. Das ist ein Hüpfball halt. Das ist Bowser's Spectre mit der Flammen- und Verbrennungszauberfunktion. Alles mit Kamek verzaubert. Halt das Zepter von Bowser, ganz typisch. Und Bowser's Skulltooth. Ein super starker Zahn, den Mario ihm raushauen muss, um Bowser's ewige Bösewicht zu vertreiben. Nein, keine Ahnung. Hab ihn ein bisschen rumgespielt in den Frauzutaten. Und das hier alles zu ein paar Bowser-Spielsachen oder auch Bowser-Junior-Spielsachen hier umgeändert, ne? Das kleine Lager, wo extra ein Riesenturm gebaut wurde von Bowser. So, hier ist Nada. Das sollte vielleicht mal Bowser's Spiel, Bowser-Junior-Spielzimmer werden. Nein, Bowser hat was anderes zum Spielen. Ja, Prinzessin Peach. Oder irgendwas mit Knurren Bowser. Das hier ist Bowser's Throne. Also, Bowser's Thron. Das hier ist Bowser's Jewel Mine. Gehen wir jetzt nicht rein. Aber vielleicht im Secret Part. Vielleicht. Und das ist Bowser's Bone Coaster. Also der Knochenachterbahn. Sollte auch manchen ein Begriff sein. Eine Knochenachterbahn kommt auch in so vielen tollen Mario-Spielen vor. Zum Beispiel als Beispiel in dem letzten Bowser-Level in Super Mario 3D Land. Da fahren wir auch die ganze Zeit drauf. Das ist übrigens geil gemacht. Das hier ist verbesserungsfähig. Oh. Naja, wir haben alle auf diesen Moment gewartet. Ab in den Tower to Bowser. Sind wir gerade mal reingekommen. Werden nett begrüßt. I wanna see him dead! The Koopa King. Keine andere als Mario, sieht sogar als normaler Minecraft-Menschen-Skin noch nicht Mario aus. Hier ist Safe Place hier. Das soll ein super stylisches Gemälde sein. Das ähnelt schon ein bisschen diesen Skelettköpfen an meinem Knochen-Bone-Coaster da, ne? Hey, Koopa, Koopa. Take that, but that will bring you nothing. Was? Ich will gar nichts nehmen, was mir eventuell in einem Final Boss-Fight da oben gegen dich, den Koopa-König, helfen soll. Naja, zeig mal her. Bullet Blaster mit Schlag 2 und Stärke 5. Und ordentlich Bullet Bills als Munition. Guys, das sieht gut aus. Da fühlt man sich doch schon viel stärker. Selbstverständlich ist es ein verzauberter Bogen und Pfeile. Na, dann gehen wir diese epische Wendeltreppe hoch. Jetzt haben wir gar keine Angst mehr. Woodpipe to Bowser. Just jump in. Ich mach mir die Hosen. Gibt's hier irgendwo ein WC oder so? Bowser muss nicht auf Toilette. Okay, ich hab nichts gesagt. Freunde, das war's mit dem Bowser Valley. Was denkt ihr? Was ist in der Röhre? Was ist in der Röhre? Es ist etwas dort. Aber was seht ihr erst im nächsten Part? Denn da ist etwas anderes. Ein nicht wirkliches Areal, aber etwas anderes. Und was im nächsten Part auch noch kommen wird, ist ein brandneues Update, Freunde. Ihr habt eigentlich alles gesehen in der 1.0 Version. Aber die 1.1 Version wird folgen. Und die wird Folgen haben. Denn Leute, in der neuen Version, die rauskommen wird, von Minecraft Super Mario Deluxe, weil ihr mich so motiviert habt, gepusht habt, positiv bewertet habt, wird es ein Update geben in kürzester Zeit von Minecraft Super Mario Deluxe, meiner selbst erbauten Super Mario Minecraft Map, mit ordentlich neuen Arealen, kann ich sagen. Ein paar neuen Funktionen und mal sehen, wie es dann weitergeht. Auf jeden Fall geht es im nächsten Part weiter mit
Woodpipe to Bowser. Einem neuen Areal. Und dann geht's immer noch weiter. Bleibt am Bällchen, meine lieben Freunde. Und das war's. Danke fürs Ansehen, Freunde. Das hat sich doch für ein Favoritenvideo oder ein Daumen hoch gelohnt, oder? Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare. Nein, Leute, ich habe so viel Arbeit reingesteckt. Jetzt ernsthaft, ohne Witz. Mir hat's Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und geil ist es doch, ne? Geil ist es. Also, bis dann, Freunde. Ciao. Nicht vergessen, kommentieren und liken.